Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Requisitenjagd hier in Black Ops Cold War. Und ich wette, die Runde hat schon angefangen. Alter, steht einfach schon 1-1, was ist momentan wieder los? Wenn ich jetzt auch nicht in die Runde connecte, Alter. Das wäre ja so hart belastend. Ey, no way, die spielen schon die zweite Runde. Die spielen einfach schon die zweite Runde. Oh mein Gott, was ist wieder los mit dem Spiel? Man schafft es nicht, Lobbys zu finden. Ich hatte sogar das gleiche Problem in World War II. Das ist so eine kurze Folge geworden, die heute Mittag kommt. Ich habe danach noch eine aufgenommen, die ist dafür umso länger geworden. Oh mein Gott, Alter, das kannst du ja nicht mit angucken. Was kannst du dir ja nicht mit angucken hier? Er rennt absichtlich die ganze Zeit in den Tod, oder was? Das ist nicht sein Ernst. Wenn er das nicht mit Absicht gemacht hat, dann weiß ich es aber auch nicht. Oh Gott, ich dachte, der fällt da jetzt schon wieder runter. Anekdope. Was genau? Ah ja, und da ist der nächste runtergefallen. Oh mein Gott, was habe ich hier für ein Team? Ey, das kann ja schon wieder... Die sind auf jeden Fall, die gehören zusammen, nehme ich mal. Sassy Sausage 1 und 2. Und Your Uncle. Ich habe das Spiel jetzt mal wieder ein bisschen lauter gestellt, auf 50%. Denn gestern in der Folge WW2 habe ich gemerkt, dass es eigentlich doch angenehmer ist, wenn man das Spiel ordentlich hört. Ja. Ich hatte das, glaube ich, immer ein bisschen zu leise, aber es hat sich auch nie einer beschwert. Also, was willst du sagen? Ich habe es jetzt wieder ein bisschen lauter gestellt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch so besser gefällt oder nicht. Okay, was ich hiermit mache, weiß ich schon. Und zwar... Nein, Junge, geh weg. Ey, wenn... Ist das euer Ernst? Oh mein Gott, was habe ich hier wieder für eine Lobby erwischt? Ja, weißt du, ganz ehrlich, da hat man schon direkt Bock weiterzuspielen. Ich sag's euch, wie es ist. Da hat man direkt Bock weiterzuspielen. Oh mein Gott. Ey, Mann, das ist so belastend. Wo soll ich denn jetzt hin mit diesem Tricks-Item? Wo soll ich jetzt hin mit dem Item? Ist es sein Ernst? Warum macht man sowas? Wir sind doch in einem Team. Oh mein Gott. Geil, und ich werde nochmal so ein Ding. Okay, jetzt bin ich der Stuhl. Wow, schön. Das ist ja ein Mordsversteck. Top, Alter, top. Wirklich top. Geil. Egal. Egal, was will man machen, wenn man solche Teammates hat, ganz ehrlich, und dann wundern, dass wir verlieren. Ja, tschüss, Alter. Komm, ganz ehrlich. Ist mir auch egal. Ich will sogar, dass unser Team verliert. So, jetzt sitze ich einfach wieder hier. Einmal die Runde gedreht. Das 3-0 verdienen. Ja, wenn wir jetzt 3-0 verdienen, was ist das für eine Folge, Alter? Oh mein Gott. Aber ey, ganz ehrlich. Wer von denen war das? Wer auch immer sowas macht, andere blockieren. Ey, ganz ehrlich, den kann man... Das macht einem echt, das versaut einem echt das Spiel. Und man direkt gute Laune. Willst du mal auf den Schrank hier schießen? Nicht dein Ernst. Stell dir mal vor, ich wäre ein Item. Das könnt ihr doch nicht bringen. Stell euch mal vor, ich wäre der Schrank. Na gut, vielleicht hilft mir das Ganze noch. Dass er mich versucht hat abzufacken. Es liefen auch wieder alle. Geil, ich bin nur noch mit den Sassy Sorges zusammen. Und die sind schon beide tot. Das heißt, ich bin der Letzte, der lebt. Es muss ja jetzt mal einer auf den Schrank hier schießen. Stellt euch mal vor, ich wäre der Schrank. Oh mein Gott. Was ist das für eine Lobby, in der ich hier bin? Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr Mensch. Oh je. Oh je, okay. Jetzt komm. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was ist mit denen los? Ja, egal, soll mir recht sein. Jetzt mal. Klar, seine Flash zündet, meine nicht. Ist okay. Das 3-0 nehme ich hin. Alles klar, das ist heute der Tag der kurzen Folgen. Es ist mir auch egal. Das Spiel macht mich doch einfach nur noch mad mit solchen Mitspielern, Alter. Kann man sich nicht ausdenken, ganz ehrlich. Das ist schlimmer als im Stream. Die Leute, die meinen, abfacken zu müssen.
Wenn man einfach so abfuckt. Sein eigenes Teammate, Alter. Ich bin sein Teammate gewesen. Was soll das? Egal, Leute. Machen wir uns nichts draus. Heute kommt ja noch eine Folge World War II. Mit einer ähnlichen Story. Bleibt gespannt. Morgen gibt es wieder längere Folgen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen unterhalten. Wenn ja, hier Daumen hoch, ihr wisst, ihr kennt das Prozedere. Like da lassen, kommentieren, Abo da lassen, Glocke aktivieren. War das ein nicer Rhyme? Dafür müsst ihr jetzt ein Like geben. Macht's gut, Leute. Ciao.